Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Tausch-Adventskalender für euch, den ich gerne mit euch zusammen komplett auspacken möchte. Sammy, schmeiß doch nicht die Hälfte runter. So. Ja, ihr habt es gemerkt, Sammy ist auch am Start. Und wenn ihr Bock drauf habt, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die liebe Zara, ich habe einen Adventskalender, als Tausch-Adventskalender hier. Und ja, wir haben schon mal ein Tauschpaket zusammen gehabt und ich muss aufpassen, dass ich nicht über Sammys Füße rolle. Und da erreichte mich doch einfach dieses wunderschöne Kartönchen und da war der Adventskalender drin. Mega, mega schön. Ihr könnt auch gerne auf ihrem Kanal vorbeischauen, was ich ihr geschickt habe. Das Video verlinke ich euch am Ende dieses Videos und oder Infobox und hast du nicht gesehen. Genau, die Videos gehen nämlich zeitgleich online. Und ja, sie hat mir alles so wunderschön eingepackt in diesem Geschenkpapier. Also das ist echt total hübsch. Und ja, ich habe ihr einen Adventskalender gestaltet, der schon ja, war. Das ist der Parfüm.de Adventskalender gewesen. Diese kleinen Söckchen. Genau, weil sie ist mitten im Umzug und da habe ich mir gedacht, dass es doch schön ist, wenn ich ihr quasi etwas schicke, wo sie am Ende keinen Müll hat, sondern etwas, was sie weiterverwenden kann, theoretisch. Also kein Verpackungsmaterial. Und ja, ich bin sehr gespannt, was jetzt hier in den Kläppchen drin ist, Leute. Deswegen, ja, lesen wir uns zuallererst mal ihren Brief vor. Den hat sie mir per E-Mail geschickt, weil sie hat vergessen, ihn beizulegen. Genau. Liebe Claudi, ich bin nicht der größte Künstler im Geschenke einpacken, was man unschwer erkennen kann. Naja, es geht. Also ohne Witz, ne? Ich finde, es ist vollkommen legitim, meine Liebe. dennoch habe ich mir Mühe gegeben und es steckt viel Liebe drin. Ich habe dir zu den meisten Dingen eine kleine Notiz geschrieben und hoffe, dir gefallen die Sachen, die der Weihnachtsmann für dich gepackt hat. Jedes einzelne Teil im Kalender ist von mir erprobt und gehört zu meinen absoluten Favoriten im Leben, weshalb ich hoffe, dass sie dir genauso gut gefallen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Auspacken. Yay! Zara. Vielen Dank, liebe Zara. Ich bin auch gespannt, was deine Favoriten sind. Also ich habe dir tatsächlich nicht nur meine Favoriten oder so eingepackt, sondern nicht nur das, was auch reingepasst hat, sondern auch das, was ich so schön weihnachtlich fand, was ich passend fand, was ich schön fand. Wir haben uns ein Budget festgelegt. Ich glaube, ich habe es geknackt. Aber wir gucken einfach mal. So, hier habe ich jetzt die Nummer 1. Weihnachtlich wird's. Und so auch auf dem Auge. Passend zu deinem tiefblauen Augen wirst du mit dieser Farbe sicherlich strahlen. Naja, tiefblau sind meine Augen nicht. Ich habe grün-braune Augen, Schätzelein. Aber wir gucken mal. Okay, das ist ein Liquid Glitter Eyeshadow. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber ich werde es ausprobieren, doch. Aber so blauer bzw. lila Lidschatten sieht tatsächlich zu grünen Augen richtig, richtig gut aus. Ocean Eyes und von Elf. Ich habe ein bisschen Angst. Elf ist cruelty-free und vegan. Okay, da sieht so ein bisschen aus wie die von Stila, oder? Ich bin gespannt, ob das bei mir auch funktioniert, weil ich ja tatsächlich auch Schlupflider habe. Da bin ich ja etwas schwieriger unterwegs. Oh, wow. Okay. Das ist ein schöner Topper. Der ist richtig schön metallisch. Also finde ich definitiv schön. Wow. Sparkly. Sammy pennt da unten gleich weg. Hier habe ich jetzt die Nummer 2. Lass es dir schmecken, hat sie drauf geschrieben. Hier haben wir Schoki mit Stoff. Lindt Weihnachtschokolade Punsch. Feingefüllte Vollmilchschokolade mit feurigem Weihnachtspunsch. Okay, das werde ich, um ehrlich zu sein, nicht selber zu mir nehmen, weil ich leider keine Schokolade mit Alkohol mag. Genau, das ist nicht so meine Welt. Ja, aber es ist weihnachtlich. Die Nummer 3 ist ganz schön groß. Ein Produkt, ohne das ich nicht mehr leben möchte. Es wird dir in verwirrenden Zeiten helfen. Ach, ist das so eine Entwirrbürste vielleicht? So ein Tangle-Teaser oder so? Das ist ja cool. 50 Millionen sold globally. Also 50 Millionen haben die davon verkauft. Das ist eine Entwirrbürste. Die ist aber in groß, also mit Stiel. Das finde ich klasse. Ich mag ja gerne diesen Tangle-Teaser. Habe ich in klein. Und in rosa ist es natürlich noch ein Highlight, ne? Und das Coole daran ist einfach, dass du das auch in dem nassen Haar gut verwenden kannst. Und das kämmt dir die Haare echt schön durch. Also man sieht es, ne? Das ist halt wirklich sanft zu den Haaren.
setzt er sich hier hin und kämmt sich einfach mal die Haare, ne? Ich will ja alles ausprobieren, was ich ausprobieren kann. Jetzt habe ich meine Mähne gezähmt. Glänzen auch schön. Doch, gefällt mir. Schön, da sind jetzt ein paar Haare dran, ne? Kommen wir zu der Nummer 4. Für einen festlichen Look braucht man etwas auf den Augen. Hab gehört, sie soll gut sein. Okay. Das ist richtig gut, denn die habe ich noch gar nicht. Von Catrice 5 in a Box Mini Eyeshadow Palette. Und das ist die Farbe 030 Warm Spice Look. Ich hatte ja, als ich die 5 in a Box Paletten mir bestellt habe, echt das Problem gehabt, dass die mir kaputt gegangen sind auf dem Weg zu mir nach Hause, beziehungsweise auf dem Lieferweg, ne, als ich sie bestellt hatte. Und ich würde sagen, wir swatchen jetzt einfach mal die 4 Töne, die hier drin sind, abgesehen von dem Setting-Ton, und schauen uns das Ganze mal an. Und ja, ich habe auch gehört, dass sie sehr gut sein sollen und die sind auch sehr nice. Ich habe zwar mittlerweile jetzt einige Natasha Denona Paletten bei mir einziehen lassen, Black Friday lässt grüßen, aber die sind wundervoll, da kannst du einen schönen Look mit zaubern. Du settest dein Lid ganz einfach, dann machst du dir den etwas helleren Braunton in die Lidfalte, verdunkelst es außen mit diesem dunklen matten Ton, gibst dir nach innen den hellen schimmernden Ton und nach außen hin den dunklen Schimmerton. Zack, hast du ein schönes easy peasy, wunderschönes Spice-Look-Eye. Geil, dankeschön. Die ist toll. Ne, Sammy? Die gefällt. Yay! Und jetzt kommen wir zu der Nummer 5. Das ist dieses Produkt hier. Scheint mir ein Lippenprodukt zu sein, weil es so schön rund ist. Ach, das kenne ich ja noch gar nicht. Catrice Sheer Beautifying Lip Balm. Sehr schön. Also ein Lippenbalsam von Catrice kann man auf jeden Fall jetzt sehr gut gebrauchen. Und das ist die Farbe 030 Untold Story, also die nicht erzählte Geschichte. Und das scheint dann ein Lippenbalsam mit Farbe zu sein. Ja, einen ganz, ganz leichten, schönen Rosé-Touch. Das mag ich gerne. Das ist auch schön, ne? Kann man schön im Alltag verwenden. Danke. Die Nummer 6 ist Nikolaus und ich drehe das Video tatsächlich am 6.12.2020. Nikolaus darf gerne was Besonderes sein. Ich bin gespannt, was du dir da einfallen lassen hast. Oh mein Gott, da habe ich jetzt Angst vor. Künstliche Wimpern und ich, wir sind nicht die besten Freunde, ne? Das ist, ja, wow. AOA Studio Premium Lashes. Das sind künstliche Wimpern. Ach, du ahnst es nicht. Das ist tierversuchsfrei. Und die sind ja mal, also die sind so groß wie mein halbes Gesicht. Kommen wir nun zu der Nummer 7, weil ich fest an sowas glaube. Da bin ich ja mal gespannt, was dann da drin ist. Vielleicht ein Engel. Ja, ich auch. Tatsächlich. Engel sind so wichtig. Das ist ein Schutzengelwichtel. Ich hab dich lieb und pass immer auf dich auf. Das ist niedlich. Für einen besonders lieben Menschen steht hier hinten drauf. Der ist süß. Guck mal. Dankeschön. Den hänge ich mir tatsächlich auch hin. Kommen wir nun zu der Nummer 8. Das ist Sammys Geburtstag. Und ja, hier haben wir etwas in Stiftform drin. Von Essence. Ich sehe ein E. Ein verräterisches E. Ne, Mäuschen? Was soll ich denn zu deinem Geburtstag machen? Oh ja, schön. Das ist von Essence Plumping Nudes, ein Lipgloss. Und hier habe ich die Farbe 03 She's So Extra. She's So Extra. Das ist ein ganz, ganz toller Rosenholzton. Dann swatchen wir den mal. Ich mag ja gerne diese Plumping Lipglosses, die einfach die Lippen nochmal so ein bisschen aufplustern. Das ist dann meistens so ein bisschen mit Menthol, mag ich aber gerne. Und so ein Nude-Ton ist auch eine ganz, ganz schöne Geschichte. Also das ist jetzt der unterste Swatch. Sieht echt hübsch aus, ne? Die Nummer 9 haben wir hier. Das ist bestimmt Tee. Hat die Form von Tee und das Gewicht von Tee. Oh, das ist was für meinen Freund. Türkische Apfelfeige, fruchtig süß nach türkischer Art. Das bekommt auch mein Freund, der mag nämlich gerne so Apfeltee. Das ist von Mesmer. Cool. Dankeschön. Das wird ihm gefallen. Die Nummer 10 fühlt sich nach Nagellack an, nach einem Essie-Nagellack. Oh. Nee, besser. Oh, Bio. Und die Farbe, das ist so ein Blau-Metallic. Das sieht ja richtig hammermäßig aus. Feier ich. Richtig geil. Das gefällt mir. Welche Farbe ist das? 1037 steht hier drauf. Mega geil.
Sowas mag ich richtig gerne. So, wir sind jetzt schon im zweistelligen Bereich, ne? Genau. Und jetzt habe ich hier die erste Schnapszahl schon, die Nummer 11. Das ist irgendwie ein Eyeliner oder so, oder Lip Liner. Oder ein Augenbrauenstift. Essence Micro Precise Eyebrow Pencil. Wow. 1,5 mm Slim Tip. Waterproof in der Farbe 02 Light Brown. Ja, das dürfte auch tatsächlich sogar meine Farbe sein. Das haut auf jeden Fall hin. Schöne Farbe. Doch, der wird ausprobiert. Hey, vielleicht kann ich sogar mit den Produkten, die du mir in den Adventskalender gepackt hast, ein Full Face schminken. Oder so teilweise Full Face. Müssen wir mal gucken. Geil. Die Nummer 12 ist die Halbzeit und da hat sie drauf geschrieben, mein absoluter Liebling seit Jahren. Lass dich vom Duft verzaubern. Okay, das ist eine Kerze, oder? Nee. Ach was. Das ist eine Tagescreme, Argan und Amaranth, Anti-Wrinkle Daycare von Dr. Scheller. Natural and Effective. Ach, interessant. 50 Gramm sind hier enthalten. Straffend und für anspruchsvolle Haut und das ist vegan. Ja, das ist ein richtig schöner Tiegel, so ein Glastiegel. Rieche ich jetzt so nichts raus. Ich mag die auch nicht aufmachen, weil die immer nur begrenzt haltbar sind. Das muss ich aber auf jeden Fall mal austesten. Genau, 6 Monate. So, die Nummer 13. So lecker, hat sie drauf geschrieben. Ja, ich glaube, das ist ein kleiner Scherz von ihr. Super Schoko-Zahnpasta. Mit Kokosnussextrakt, mit Whitening-Effekt, 100% vegan. Ja, es ist Zahnpasta. Also Zahnpasta im Adventskalender finde ich immer wirklich so schwierig, ne? Für alle Frühaufsteher, Weltenbummler und Nachteulen, ich bin deine neue Zahnpasta und für dich da. Lass uns gemeinsam auf den Putz hauen. Es ist vegan, ohne Natrium, Laurylsulfat, ohne Palmöl und ohne Trikulsan. Ja, ein Zahnpasta. Ja, ich weiß nicht, ist sie dann nach... Nee, Koko-Zahnpasta. Okay, dann ist es nach Kokos. Schmeckt die dann? Ja, ich bin ja nicht so der Kokos-Fan. Wenn das halt nicht zu künstlich nach Kokos schmeckt, dann mag ich das. Aber ich muss es ja nicht essen. Ich muss mir ja damit einfach nur meine Zähne putzen. Die Nummer 14. Weil wir es gerade alle brauchen können und es so lecker duftet. Okay. Das ist von Catrice ein Clean Hand Spray mit Shea Butter und Ingwer. Das ist ja witzig. Okay, und das kannst du halt zwischendurch einfach mal verwenden, um deine Hände so ein bisschen zu säubern oder so. Und du sagst, es riecht gut. Jetzt habe ich meine Hand hier voll geswatcht. Ich mache das dann einfach mal so. Jo. Doch, wenn der Alkohol verflogen ist, dann riecht das auch wirklich angenehm cremig. Das geht klar. Okay. Antibakterielles und begrenzt virozides Handdesinfektionsspray. Wirksam gegen Bakterien und behüllte Viren. Okay, aber dann wahrscheinlich nicht die Coronaviren, oder? Die Nummer 15 habe ich jetzt hier. Eine Mascara. Sehr gut. Also das Fullface kann durchaus gestartet werden. Oh, wie geil ist das denn? Das ist die Lash Princess mit Snow White. Oh, wie schön. Volls Lash Effect Mascara. Das ist aus der Catrice und Essence Sister Love Limited Edition mit den Disney-Prinzessinnen und so. Ah, oh, das ist toll, danke. Das ist schön, ja. Es hat so ein kegelförmiges Kunsthaarbürstchen. Riecht nach Mascara, aber jetzt nicht aufdringlich. Und die sollen ja sehr, sehr gut sein, ne? Von Essence, also von Essence die Lash Princess Mascaren. Cool. Die Nummer 16. Musste direkt an dich denken. Okay. Ohrringe. Ach, schön. Die sind natürlich hardcore, aber die sind schön. Ne? Das sind so Herzchen mit rosafarbenen Glitzy-Steinchen drin. Das kann man kombinieren zu einem sehr, sehr schlichten Outfit. Ansonsten könnte mir das doch sehr girly erscheinen an mir dran, weil ich sonst ja eher schlichte Ohrringe trage. Aber ja, ist auf jeden Fall ganz niedlich. Die Nummer 17. Hier haben wir wieder was Stiftförmiges drin. Das sieht mir nach dem passenden Lip Liner aus, oder? Das hier ist von La Vera Naturkosmetik, der Soft Lip Liner in der Farbe Rose 01. Genau, jo. Den schauen wir uns mal an. Das scheint auch nudig zu sein und dürfte dann auch genau zum Lipgloss ganz gut passen. Das sieht schön aus.
Die Nummer 18 ist ein großes Produkt. Ist wahrscheinlich aus dieser Balea Limited Edition. Irgendwie ein Duschgel oder eine Körpergeschichte. Also ein Duschgel oder eine Körpercreme. Huch! Nips! Nee, tatsächlich ist das es ist eine Bodylotion aus LE. Do What You Love. Pflaume und weiße Blüte. Das riecht natürlich richtig gut, ne? Sowas mag ich auch gerne leiden. Die Bodylotions von Balea sind immer so ein Glücksspiel. Manchmal hat man eine ganz gute, die auch super schnell einzieht. Manchmal hat man aber auch welche, die echt lange noch weißeln. Also da muss man echt aufpassen. Die riecht aber angenehm. Also dieses weiße Blüte, dieses Fruchtige zusammen mit dem Pflaume, ist echt aufregend. Ich glaube, das war die Herbst Limited Edition von denen, ne? Und das scheint jetzt auch nicht zu weißeln. Das finde ich gerade richtig gut. Da bin ich gerade sehr erleichtert. Riecht sehr angenehm. Ich wollte euch gerade riechen lassen, Leute, ne? Ja, es riecht sehr angenehm. Kommen wir nun zu der Nummer 19. Oh, Manhattan Boosting Primer, Volume Lash Primer. Das ist cool. Den kann man dann vielleicht sogar unter der Mascara auftragen. Ja, natürlich, worunter sonst, Claudi, ne? Ich bin für sowas meistens zu faul, aber ich weiß, dass die richtig gut wirken. So schaut das Produkt aus. Das ist so beige. Das ist ja interessant. Riecht einfach nach Mascara. Ja, hat ein Gummibürstchen. Das ist dann meistens so für Volumen. Und dann macht man sich die Mascara drüber und hat dann wirklich diese Länge, Fülle, wie auch immer. Das ist ziemlich cool. Das muss ich mal zusammen austesten. Cool. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Das ist ganz schön groß und da ist bestimmt was zu futtern drin, oder? Natürlich, man sollte auch lachen dürfen. Und das hier sind die Lachgummi-Milchgeister. Fruchtgummi mit Vitamin und die sind so lecker. Ich mag das super gerne, wenn man halt bei diesen Lachgummis auch dieses weiße Kram mit dabei hat, ne? Dankeschön. Die Nummer 21 haben wir hier. Das fühlt sich auch interessant an. Das ist so Pappe und davor ist dann irgendwas drauf. Was da wohl drin ist. Aoa Studio, das kenne ich nicht. Perfect Filter Face Primer. Minimizes Pores. Okay, das brauche ich jetzt eigentlich nicht so. Leaves a smooth and even skin surface. Ja, genau. Das ist ein Gesichtsprimer, ganz einfach. Jo, ne? Ist ganz cool. Aber ich brauche nichts Porenverfeinendes. Ich brauche tatsächlich so Feuchtigkeit, weil ich sehr, sehr trockene Haut habe. Vergrößerte Poren habe ich so, ehrlich gesagt, kein Problem mit. Kommen wir nun zu der Nummer 22 und da hat sie hingeschrieben, ich liebe diese Marke. Für Volumen und Griffigkeit eine kleine Menge ins Haar geben. Sie muss es wissen, denn sie kommt tatsächlich vom Fach. Und da hat sie mir eine Geschichte reingepackt. Okay, Authentic Beauty Concept. We believe in authentic beauty. We believe in pure ingredients free from silicones, mineral oil and parabens. We are the Authentic Beauty Concept. Shaving Cream, Prime and Style. 30 ml sind hier enthalten. Und das ist dann eine Styling-Creme, ne? Hat sie ja gesagt, in die... Huch, jetzt habe ich da Kram in meinen Haaren. Für Volumen und Griffigkeit eine kleine Menge ins Haar geht. Ja, guck, das werde ich mir mal reingeben. Shaving Cream. Auf Handtuch trockenes Haar auftragen und mit einer Bürste oder den Fingern föhnen. Cool, danke. Riecht angenehm. Kommen wir nun zum Tag vor Heiligabend, die Nummer 23. Mein Lieblingsshampoo. Natürlich, duftend, kein Gedöns. Das ist cool. Auch wieder von der Marke. Okay, da bin ich echt gespannt, wie das so ist. Hier sind 50 ml enthalten. Da bin ich auch mal gespannt. Ein Replenish Shampoo. Oh, das riecht echt angenehm. Also wirklich nicht mit irgendwie Parfümstoffen oder sonst irgendwas, glaube ich, dann. Ne? Das ist einfach sehr basic, aber geil. Das riecht wie frisch vom Friseur. Das riecht echt gut. Danke. So, jetzt kommen wir mal zu der Nummer 24, zu Heiligabend. Da bin ich gespannt, was du mir da reingepackt hast. Oh, eine Palette von Elf. Von Elf habe ich noch so wenig, aber ich habe einen richtig coolen Highlighter. Und das ist ja Hammer. Glow Gleam Beam. Highlighting-Palette. Hammermäßig. Vielen, vielen Dank. Ach, die sieht ja schön aus. Das sieht super ansprechend aus. So. Wo swatche ich das hin? Auf die Seite. Jetzt swatche ich hier mich mal so ein bisschen durch. Ich habe jetzt fast alle genommen. Ich habe ja natürlich nur 5 Finger. Und hier den Ton hier oben habe ich jetzt nicht aufgenommen. Bin jetzt gut reingegangen. Okay,
okay, das ist dezenter, als ich gerade so vom ersten Moment her dachte. Der eine, der sticht mega raus. Die anderen sind eher dezent unterwegs, ne? Okay, welcher war das denn? Ist es der hier gewesen? Ja, der hier oben, der ist sehr intensiv. Dann ist der hier wahrscheinlich auch so intensiv. Nee, der ist deutlich weicher tatsächlich. Okay, hier oben mal, ja. Wow. Also der peachige Ton, der gefällt mir irre gut. Der sieht hammermäßig aus. Den muss ich auf dem Gesicht auf jeden Fall auch mal austesten, ne? Interessant, definitiv. Jetzt muss ich nur eben meine Hände sauber machen. Vielen, vielen Dank, liebe Zara, dass wir den Tausch-Adventskalender gemacht haben. Jetzt habe ich noch einiges zu testen und auszuprobieren und vielleicht auch das ein oder andere neue Must-Have in meiner Collection. Da muss ich mal nachgucken. Und ja, ich hoffe, dass auch dir der Adventskalender gefallen hat, den ich dir gepackt habe. Und ne? Ja, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr gerne mal bei ihr vorbeischauen und auf jeden Fall auch ein bisschen Liebe dalassen. Guckt gerne, was ich ihr geschickt habe. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen, hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!